Mit täglich Hunderten am Flughafen arbeitenden Menschen und allein am Vorfeld scheinbar unzählbar vielen, sich gleichzeitig im Einsatz befindlichen Fahrzeugen und Geräten, kann man vom Flughafen Wien von einer großen Stadt in der Stadt sprechen. In einer solchen Stadt muss ein Rädchen in das andere greifen, damit der Betrieb reibungslos funktionieren kann. Für den Flughafenbetrieb hat die stetige Digitalisierung und die IoT-Technologie einen immer bedeutenderen Stellenwert eingenommen. Deshalb baut der Flughafen Wien auf ein Campus-Netzwerk von A1. Die Digitalisierung betrifft sowohl für den Passagier sichtbare Prozesse, vom Check-in über die Sicherheitskontrolle bis zum Boarding, als auch eine Vielzahl an Abläufen, die hinter den Kulissen stattfinden. Eine besondere Herausforderung in Bezug auf die Datenkommunikation stellen mobile Aktivitäten am weitläufigen Vorfeld dar. Dem Platz, wo die Flugzeuge landen, rangieren, geparkt sind und für ihren Abflug vorbereitet werden. Gepäckabfertigung mit Cargofahrzeugen und Loadern, Personenbusse, die die Passagiere zu den Flugzeugen bringen, oder die mobilen Fahrzeugbüros der Ramp Agents, welche die Abfertigung eines jeden Abflugs verantworten. Besonders jetzt, am Beginn der kalten Jahreszeit, gewinnen die sogenannten Elefanten, die Enteisungsfahrzeuge am Flughafen Wien, wieder zunehmend an Bedeutung. Damit ein Flugzeug bei niedrigen Temperaturen oder Schneefall sicher abheben kann, muss dieses knapp vor dem Start von Schnee und Eis befreit werden. Dadurch wird das Flugzeuggewicht reduziert, ein negativer Einfluss auf die Aerodynamik verhindert und die einwandfreie Funktionsfähigkeit aller beweglichen Teile gewährleistet. Eine Vielzahl an IoT-Sensoren in den Fahrzeugen sowie eine sichere Verbindung mit der Leitstelle und dem Piloten im Flugzeug sind dabei unersetzlich. Am Flughafen Wien sorgen in der Hochsaison im Winter 14 Enteisungsfahrzeuge gleichzeitig für eine reibungslose und sichere Abfertigung aller Abflüge.